In diesem Video erkläre ich dir, wie du einen Text in Abschnitte unterteilst. Zum Beispiel bei Sachtexten. So kannst du den Sinn eines Textes besser verstehen. Das ist ein Wunschvideo für Fahrrad. Was musst du wissen, bevor du beginnst? Wenn du einen längeren Text nicht gleich verstehst, kannst du dir mit dieser Methode helfen. Zum Beispiel in einem Sachtext über den Hinduismus. Du solltest dazu wissen. Oft gibt es am Ende eines Themas einen Zeilenumbruch. Jeder Abschnitt handelt von einem Thema. Gib ihm eine Überschrift. Suche nach Schlüsselwörtern. Und die W-Fragen helfen dir beim Erkennen von Abschnitten. Und nun mit einem Beispiel. Der Hinduismus. Der Hinduismus ist eine der großen Weltreligionen und schon über 4000 Jahre alt. Seine Anhänger heißen Hindus. Die meisten davon leben in Asien, vor allem in Indien. Sie glauben daran, dass der Mensch endlos wiedergeboren wird. Seine guten und schlechten Taten der früheren Leben entscheiden darüber, wie er wiedergeboren wird. War jemand gut, wird er als Heiliger wiedergeboren. War er schlecht, wird er als armer Mensch erneut auf die Welt kommen. Typisch für den Hinduismus ist das Kastensystem. Dabei ist jeder Mensch Teil einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht, in die er hineingeboren wird. Dort bleibt er lebenslang, ein Wechsel ist nicht möglich. In Indien gibt es mehrere tausend Kasten, die höchste ist die der Priester. Der Hinduismus hat auch viele Götter. Die wichtigsten sind Brahma, Vishnu und Shiva. Sehr viele Hindus sind Vegetarier, sie essen gar kein Fleisch. Da ihnen Kühe heilig sind, isst kein Hindu Rindfleisch. So, jetzt versuchen wir mal Absätze zu finden. Die erste Frage ist, worum geht es eigentlich? Das ist dieser Teil hier, den ich unterstrichen habe. Und da suchen wir auch ein Schlüsselwort und finden das auch. Das ist nämlich eine Weltreligion. Und das ist auch unsere Überschrift für den ersten Absatz. Jetzt fragen wir, woran glauben die Hindus eigentlich? Was glauben sie? Das ist jetzt hier der zweite Absatz und dort ist das Schlüsselwort wiedergeboren. Und die Überschrift könnte dann sein, sie glauben an die Wiedergeburt. Wie leben die Hindus? Das könnte die dritte Frage sein. Und hier haben wir auch ein Schlüsselwort, ein ganz klassisches für den Hinduismus. Das ist das Schlüsselwort. Der Absatz geht bis hier. Das ist das Schlüsselwort Kastensystem. Das könnte auch die Überschrift sein. Und die vierte Frage, welche Götter haben Sie? Das ist jetzt der letzte Absatz, hier markiert. Da ist das Schlüsselwort Götter und die Überschrift könnte sein Götter und Heiligtum. Diesen Text, diesen Sachtext, kannst du so in vier Abschnitte einteilen und hast vier Überschriften. War das deutlich? Text in Abschnitte einteilen. Suche die verschiedenen Themen und gib den Abschnitten unterschiedliche Überschriften. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal.